Spaß beiseite, Karneval ist vorbei. Herzlich willkommen bei Die Dahlbergs. Unterwegs zu Hause. Es hat sich in der Zwischenzeit wieder so allerhand getan. Das, was ihr vielleicht zwischendrin dann mal auf dem Dach bei uns hier auf dem Wohnmobil trommeln hören werdet, das sind also nicht irgendwelche Drummer, das ist der Regen, der uns jetzt hier ereilt hat. Aber vielleicht der Reihe nach, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Vorige Woche haben wir noch in Leverkusen das eine oder andere Zimmer leergeräumt. Wir haben inzwischen zwei ganz leere Zimmer, da halt es ordentlich. Ja. Wie in einem Schloss. Nicht schon drei? Drei? Ja, fast drei. Fast drei, ja. Fast drei Zimmer. Die Sachen, die wir mitnehmen wollen hier nach ins Mobilheim, die stehen inzwischen alle unten im Wohnzimmer. Das erleichtert uns dann den Umzug. Sind dann schnell gepackt, wenn wir dann endlich packen können. Es geht ja jetzt auch Schlag auf Schlag. Genau. Ziemlich schnell. Und ja, und dann sollte es losgehen. Ja, dann sind wir aber erstmal noch woanders hingefahren, genau, zu einer Firma. Wann war das? Letztes Freitag oder wann? Letzte Woche irgendwann waren wir auf jeden Fall bei einer Firma, wo wir uns dann im April nochmal neue Batterien, Lithium-Ionen-Batterien holen einbauen wollen. Lassen. Damit wir auch mal eine Woche autark stehen können. Weil genau. Die haben da doch eine größere Energiereichweite und von daher empfinden wir schon als wichtig, wenn wir jetzt unterwegs sind, dass wir nicht immer bloß auf Campingplätzen oder Stellplätzen stehen, sondern auch mal so irgendwo stehen können für eine Woche. Also ihr seht, wir haben zwei Baustellen. Das eine ist das Mobilheim, der Umzug, und das andere ist das Wohnmobil, was natürlich auch fertig gemacht werden muss. Wir haben es auch gepackt. Wir haben Tetris gespielt in unserer Garage am vergangenen Wochenende. So kann man das jetzt bezeichnen. Ist sie gut gepackt, gut voll. Also, ne? Aber es ist auch, wir müssen auch auflasten, weil wir sind definitiv zu schwer. Ich habe da auch ein Bild von der Garage, kann ich kurz einblenden. Und Ja gut, dann sind wir hier hochgefahren. Genau. Weil wir Nachricht bekommen hatten, dass das Mobilheim Dienstag oder Donnerstag kommen wird, hängt alles so ein bisschen mit vom Wetter ab. Und leider waren ja jetzt auch Orkanböen angesagt. Aber vorher, als wir ankamen, hatten wir am Montag noch Bombenwetter. Blauer Himmel, Sonnenschein. Deshalb hier an dieser Stelle jetzt erstmal ein paar Impressionen. Unser Grundstück. Ja, halt die Arme nicht zu weit auseinander, weil sonst bist du an der Grundstücksgrenze. Musst du aufpassen. Aber es geht gerade noch, ne? Ja. Guck mal, da vorne ist. Ist was? Ist ja der Garten noch bis da zu den Sträuchern. Und hier kommt noch das Zelt hin. Sind wir wieder? Ich hoffe nicht, dass alle eingeschlafen sind. Wir bei den Impressionen. Bei den Impressionen, sondern wir machen jetzt mit dem Stand, wie es jetzt mit dem Wetter hier aussieht, mal weiter. Das heißt also, gestern kam das Mobilheim dann wegen Orkanböen und Regenwetter und unmöglichen Bedingungen eben nicht. Heute auch nicht. Heute auch nicht. Erst hieß es nämlich, eins kommt Dienstag, eins kommt Donnerstag und dann hieß es, beide kommen Mittwoch. Aber das war auch nicht der Fall. Ja. Jetzt kommen wohl beide Donnerstag. Okay. Hängt halt auch ein bisschen vom Wetter mit ab, genau, weil die können auch mit diesen Tieflastern und den Mobilheimen drauf
nur bis früh um 6 fahren auf der Autobahn, weil dann müssen sie sich irgendeine Raststätte suchen. Dann Tieflader dürfen sie Tiefladern, nicht ja, Tieflastern, ja, ja, gut. Laster sind was anderes. Aus dem Alter sind wir aber auch raus mit den Lastern. Nein. Nein, gut. Kommen wir da jemals raus? Ich hoffe doch. Auch. Irgendwann werden wir anständig. Ah, niemals. Niemals. Ja. Und wollen wir das näher beleuchten jetzt? Nee, nein, nein, wir nicht. Nein, gut. Nein. Das ist ja Fantasie des jeweiligen überlassen. Richtig. Oder auch nicht. Punkt. Hör auf jetzt. Mach die Klammer zu. Ja. So, also es wird spannend. Genau. Und jetzt hoffen wir, dass morgen früh um 5.30 Uhr das Mobilheim kommt. Auf jeden Fall versuchen wir aufzustehen. Ja. Das ist uns heute, wollten wir das eigentlich ja auch schon, sehr schwer gefallen und wir haben es letztendlich nicht geschafft. Ja, es war nicht zu schaffen. Zu müde, draußen waren die Wetterbedingungen zu schlecht. Stürmisch, regnerisch und im Bett war es gemütlich und da haben wir gesagt, nee, das kommt bestimmt nicht und so war es ja dann auch. Aber morgen werden wir morgen uns und das wird sowas von spannend. Indiana Jones 1 bis 3, diese Teile, die sind nichts dagegen, gegen das, was wir jetzt dann wahrscheinlich morgen erwarten werden. Es wird spannend. Genau, wir werden euch zeigen, wie es ankommt, wie es aufgestellt wird hoffentlich. Und worauf es ankommt. Worauf es ankommt? Und was so auf uns noch zukommt. Okay. Also, ach so, wir kommen da auch noch nicht rein, ne? Das dauert dann noch eine Woche. Bis wir dann da reinkommen. Richtig, ja. Ja, es muss ja austariert werden. Die Türen müssen ja dann irgendwie auch schließen und die Anschlüsse müssen gemacht sein. Bevor eine Übergabe stattfindet, muss alles funktionstüchtig sein. Und da wollen wir auch nicht zu sehr drängeln, weil wir ja in dem Haus dann auch ein paar Jahre noch gut verbringen wollen, ohne dass da alles quietscht oder klemmt oder sonstiges passiert. Genau, also... Ja. Es wird spannend. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Moin, Leute. Moin. Es ist, wie spät ist es? 20 nach 5. Ja. Donnerstag, der 14. War aber schwul. März. Wir sind gerade dabei, alles zusammenzupacken, damit wir gleich schön filmen können. Also Schlüssel habe ich schon mal. Ja, wunderbar. Können wir ja einziehen. Es ist kalt und dunkel heute Morgen. Aber zum Glück regnet es nicht. Man sägt sich den Weg frei.
So, da steht es jetzt fertig. Und morgen soll dann schon eine Vorabnahme sein. Noch nicht von allen Details, aber die meisten Dinge werden morgen abgenommen, damit wir am Dienstag hier einziehen können. Und dann sehen wir weiter.